Dieses Gericht ist besser als aus dem Restaurant. Und glaub mir, es ist super schnell und einfach gemacht mit Dingen, die jeder zu Hause hat. Dazu Blumenkohl in einer einfachen Soße aus 30 Zutaten marinieren und 84 Stunden luftdicht einwirken lassen. In der Zwischenzeit nigerianische Berglinsen säubern, in der Pfanne bei 111 Grad in Seetangbutter karamellisieren und mit Himalaya-Trüffel veredeln. Eine weitere cremige Soße aus 50 Zutaten über Nacht, 50 Granatäpfel pulen und einlegen. Am nächsten Morgen im Ofen geröstetes Gemüse flambieren.